We need blueprints. We are about to run the greatest con game in the history of the multiverse, and you are the bottleneck. Yes, you. Get back to work. Moin zusammen. Wir sind angekommen auf Platz 8 der besten PC-Spiele aller Zeiten laut Metacritic. Und wir gucken uns an, wie das Ganze auf dem Steam Deck funktioniert. Heute mit Portal 2, das erste Mal, dass wir auf der Liste auf ein Valve-Spiel stoßen. Ist eine Besonderheit, da das Steam Deck natürlich auch von Valve ist. Müssen wir uns angucken, wie es da läuft. Portal 2 habe ich damals, als es rauskam, durchgespielt und habe den Humor geliebt und die Puzzle-Aspekte des Spiels gefeiert und auch den Multiplayer. Und jetzt das Ganze nochmal wieder in Handheld-Format machen zu können, finde ich super spannend. Für diejenigen von euch, die noch kein Steam Deck haben, das Ding ist auch auf der Switch gerade rausgekommen und läuft auch da ziemlich gut. Ich kann da nur an das Digital Foundry Video verweisen. Die haben das ganze Ding getestet. Gucke ich mir jetzt hier nicht an, weil ich das Spiel halt schon bei Steam habe. Aber wer da noch mehr rausfinden möchte, findet da mehr zum Thema. Wir legen los mit Portal 2 und gucken uns an, läuft es überhaupt auf dem Steam Deck? Eine große Überraschung, das Spiel startet wieder eins und es läuft auch ohne Probleme. Ich habe das Spiel nicht mehr gespielt, seitdem es damals rauskam und sieht meiner Meinung nach immer noch super atmosphärisch aus und transportiert genau das, was es will und wenn man das Ganze auf einem 6 Zoll Display spielt. Ihr seht hier, ich habe es quasi einfach mal gestartet und mir die ersten Areale nochmal wieder angeguckt. Und es ist butterweich, super schön. Und hier dann jetzt auch nochmal mit Frame Counter. Und ja, egal ob man gerade durch ein Portal geht oder nicht, es läuft echt schön. Der Frame Time Graph sieht super flach aus und ist quasi eingeloggt bei 16,7 Millisekunden. Fühlt sich sehr schön flüssig an. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. So, vom Start weg, keine Ruckler festgestellt. Wie ihr seht, zieht das Spiel gerade von sich aus nur so um die 11 Watt, was dafür sorgt, dass man auch eine hohe Akkulaufzeit hat, wenn man das Spiel einfach so von sich aus startet. Wie wir uns das optimieren können, gucken wir uns gleich nochmal an. Aber für den ersten Moment bin ich super zufrieden damit, wie das Out-of-the-Box-Erlebnis mit Portal 2 aussieht. Aperture Brand Panels will assist your test subjects every step of the way. That is not a panel. Wie niedrig kannst du gehen? Ich habe mir überlegt, ich gucke mir mal an, wie tief ich die Wattzahl drehen kann, um noch ein gutes Spielerlebnis aus dem Steam Deck rauszuholen und die Akkulaufzeit so hoch zu drehen, wie ich irgendwie kann. Hier spiele ich das Spiel gerade mit 4 Watt, was halt wirklich absurd ist für mich, das mit so wenig Power zu spielen und trotzdem ein weitestgehend flüssiges Erlebnis zu haben. Je weiter ich allerdings gespielt habe und je mehr Fähigkeiten im Spiel dazugekommen sind, desto eher sieht man, dass 4 Watt vielleicht doch ein bisschen wenig sind. Ihr seht hier, dass die Framerate immer mal wieder einbricht. Die war gerade in den mittleren 40ern und geht regelmäßig runter auf die mit 50er mit 4 Watt. Das scheint also doch ein bisschen wenig zu sein. Eine Sache, die sich hier jetzt auch zeigt: ich bin einfach nicht gewohnt, dieses Spiel mit dem Analogstick zu spielen. Das hat sich für mich irgendwie komisch angefühlt. Ich weiß nicht genau warum. Es hat für mich immer so ein bisschen gebraucht, bis ich so Plattformen
erreicht hat. Ihr seht hier eine schöne kleine Compilation, wo ich einfach die ganze Zeit zu kurz oder daneben springe. Würde mich mal interessieren, ob ihr dieselben Probleme habt, ob das für euch auch einfach ein klassisches Tastaturspiel und Mausspiel ist oder ob ihr das damals schon auf der zum Beispiel PlayStation oder Xbox 360 gespielt habt und da überhaupt keine Probleme mit habt, mit dem Analogstick durch die Gegend zu laufen. Die Steuerung gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an. So, hier beende ich dann jetzt gleich meine Vierradphase. Und wir stellen das Ganze wieder auf 8 Watt. Und mit 8 Watt läuft es halt super flüssig und ohne große Probleme. Und die Akkulaufzeit ist immer noch bei über 3 Stunden, was so ein bisschen der Sweet Spot ist für mich. Und 60 FPS. Wir müssen nicht runtergehen auf 40 an der Stelle. Das Spiel ist von Valve und das merkt man unter anderem auch am Controller-Layout. Die liefern quasi alles mit, was man braucht, und es ist alles voreingestellt für das Steam Deck als Controller. Und was ich wirklich cool finde, was ich bei anderen Spielen noch nicht gesehen habe, ist die Art und Weise, wie für die Tastenbelegung die mit Wörtern belegt sind, anstatt mit Buttons. Ihr seht das hier bei den Back-Buttons. Wenn ich da jetzt gleich hin navigiere, dann seht ihr hier, dass man anstatt von, okay, das L4, der L4-Button macht A oder Leerzeichen oder Escape oder was auch immer, hat Valve hier direkt Aktionen hinterlegt, wie zum Beispiel Springen oder das blaue oder orangene Portal. Oder eine Geste oder das Pausenmenü. Und das ist schon mega nice, wenn man die Steuerung da anpassen möchte. Das wäre fantastisch, wenn jedes Spiel Steam Input in der Art und Weise unterstützen würde. Und je nachdem, in welchem Modus man im Spiel ist, sind hier auch Teile der Steuerung dann nochmal individuell darauf angepasst. Finde ich auch stark, dass das hier so hinterlegt ist vom Start weg. Super Sache, auch wenn ich den Puzzle-Editor selber noch nicht ausprobiert habe. Ansonsten seht ihr hier, ist alles relativ standardmäßig für einen Controller belegt. Ich benutze das rechte Trackpad für die Kamera, habe ich mich eigentlich ganz gut mit eingefuchst. Und die anderen Tasten sind standardmäßig belegt. Und einige halt nochmal doppelt, je nachdem, ob man auf die Buttons greifen will, rechts oder links aufs D-Pad. Wir sind wieder an einem meiner Lieblingspunkte. Was können wir an Bildqualität noch rauskitzeln und wie sieht das Ganze aus, wenn wir das am Bildschirm spielen würden? Ich habe hier die Bildschirmauflösung hochgesetzt auf WQHD auf 1044p. Und wir sehen jetzt hier gleich im Menü schon, dass das Spiel da anders umgeht als die anderen Spiele, die ich bisher getestet habe. Die Auflösung stellt sich automatisch in-game mit um. Auf die 2560x1440. Fand ich schon mal sehr cool. In der Theorie gibt einem das ein paar Klicks weniger. Ich habe hier alles so eingestellt gelassen, wie es vom Start weg war. Alles aufs Höchste. Und wenn wir jetzt im Spiel sind, dann sehen wir hier mit den 8 Watt, die ich vorher eingespielt habe. Wir haben flüssige 60 FPS. Da ist überhaupt nicht dran zu rütteln. Das ganze Ding läuft halt mit einer deutlich schöneren Bildqualität dann nochmal auf den 8 Watt, die wir eingestellt haben. Und wenn ihr das auf dem Steam Deck so spielt, heißt das, ihr bekommt nochmal ein besseres Level an Kantenglättung. Und wenn ihr das am Monitor oder vorm Fernseher spielen wollt oder so, dann ist das Spiel hier auch eins von denen, die völlig ohne Probleme bei der Auflösung mitgehen und überhaupt keinen Stress haben, was die Grafikeinstellungen da angeht. Wir sehen ja auch, dass das Spiel dann eher GPU-lastig ist, aber auch nicht so, dass es ausgereizt wird. Schon mit einer 80%igen GPU-Auslastung
und die CPU wird fast gar nicht beansprucht. Das Spiel ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass es auf modernen Toastern läuft. Einfach auch, glaube ich, ein Vorteil des Spieldesigns, das ja eher kastenförmig und nicht Open-World-mäßig aufgebaut ist und an der Stelle immer nur ein kleines Level laden muss und im Hintergrund hält und in dem Level selber halt das meiste statische Elemente sind. So die Portale sind, glaube ich, das Aufwendigste, was das Spiel da gerade zu tun hat. Kann sich da natürlich nicht mit modernen Spielen oder Spielen aus den letzten 5 Jahren messen, was die visuelle Qualität angeht, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es völlig akzeptabel ist, was das Spiel hier macht, was einem das Spiel hier vorsetzt. Also, hohe Auflösung, gar kein Problem. Ihr könntet wahrscheinlich sogar noch auf 4K hochgehen, wenn ihr die volle Bandbreite nutzt und das auf dem 4K-Bildschirm testen wollt. Dafür habe ich aber nicht das Capture-Equipment. Deswegen belasse ich das hier jetzt mal bei WQHD, was ja so die Standardauflösung ist, wenn ihr es am PC zocken wollt. Continue testing. So, ich wollte den Multiplayer, den lokalen Multiplayer nochmal austesten. Da bin ich auf 2 Probleme gestoßen, die mir das deutlich erschwert haben. Das eine war, dass der Controller nicht neu zugeordnet werden konnte. Ich weiß nicht, ob Valve das entfernt hat oder auf eine andere Stelle gelegt hat. Ich konnte es auf jeden Fall nicht wiederfinden. Sodass immer nur ein Spieler zu kontrollieren war. Fand ich ein bisschen schade. Mein Ausweg aus der ganzen Kiste war dann, das Remote Play Together auszuprobieren, was die Sache natürlich ein bisschen verfälscht. Denn an der Stelle hier braucht die CPU und die GPU natürlich deutlich mehr Auslastung. Und das hat leider auch nicht komplett problemfrei geklappt. Denn der Kumpel, mit dem ich das ausprobiert habe, der hat an der Stelle das Ganze nur in einer 1/16 Größe von dem eigentlichen Spielbildschirm angezeigt bekommen und immer den Hauptteil des Bildschirms mit einer großen Fehlermeldung belegt gehabt. Kann natürlich individuell daran liegen, dass wir beide das jetzt gerade irgendwie nicht kompatibel ausprobiert haben. Aber leider war das dann so limitiert, dass wir den Multiplayer nicht komplett auschecken konnten. Reicht aber für diese paar Eindrücke und Remote Play Together kann man auf jeden Fall antesten. Ist dann halt ein Feature, wo nur einer von beiden das Spiel tatsächlich besitzen muss. Das ist Portal 2 auf dem Steam Deck. Ich weiß nicht, was ich da noch großartig zu sagen kann. Es ist halt ein fantastisch laufender Port. Ein großartiges Spiel. Ich kann jedem nur empfehlen, der es noch nie gespielt hat, da mal reinzugucken. Es ist regelmäßig für einen schmalen Groschen irgendwie zu bekommen. Wurde auch schon häufiger, glaube ich, mal verschenkt von Valve Seite aus sogar. Ja, ist wirklich toll. Ist gut gealtert. Kann man sich auf jeden Fall von der Gameplay-Perspektive nochmal geben. Und auch der Multiplayer-Modus, den habe ich sehr gut in Erinnerung. Wer es mag, gemeinsam zu puzzeln, auch dem sei hier eine klare Spielempfehlung ausgesprochen. Ja, das ist Portal 2 auf dem Steam Deck. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit Baldur's Gate 2. Das wird insofern ganz spannend, weil es eins von den C-RPGs ist, die deutlich vor der Zeit rausgekommen sind, bevor man überhaupt über eine Controllersteuerung für diese Form von Spiel nachgedacht hat. Ich bin gespannt, wie sich das am Ende steuert und wie gut es auf dem Steam Deck läuft. Und darum kümmern wir uns dann in der nächsten Woche. Ich fände es super cool, wenn ihr den Channel unterstützt, indem ihr ein Abo da lasst oder ein Like. Meldet euch auch gern, wenn ich mal ein bestimmtes Spiel auschecken soll, das wir vielleicht hier noch nicht behandelt haben oder zu dem es noch nicht ganz so viel zu finden gibt bei YouTube im Zusammenhang mit dem Steam Deck. Dafür wird sich zum Beispiel der Discord anbieten, den ich zusammen mit dem Steam Deck Checker habe, die Steam Deck Freunde. Da gibt es einen regen Austausch zum Steam Deck. Einige Leute warten drauf, andere Leute tauschen Konfigurationen aus. Und grundsätzlich hat sich da
eine schöne Truppe zusammengefunden. Eigentlich ein sehr angenehmer Platz. Freue mich immer wieder, wenn ich da reingucke. Ja. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr euch das hier reinzieht. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder mit Baldur's Gate 2. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. They come in hundreds of designer colors, including forest, desert, table, evening at the improv. What idiot picked these?